Eine Frage, die ich immer wieder von unseren Lesern erhalte, ist: Wie handelst du, wie viele Monitore benutzt du und wie sieht dein Setup auf diesen Monitoren aus? In diesem kurzen Video möchte ich das heute beantworten. Nun, wie ihr sehen könnt, handle ich mit 4 Monitoren. Das Setup auf den Monitoren hängt davon ab, welche Instrumente ich an diesem Tag handeln möchte. Wenn ich mit Aktien, Futures und Optionen handle, benutze ich dazu die TWS, die Trader Workstation. Und wie alle modernen Plattformen bietet auch die TWS die Möglichkeit, die Fenster auf mehrere Monitore zu verteilen. So kann man für sich ein logisches Setup finden, mit dem man schnell und bequem arbeiten kann. Ich habe es so eingerichtet, dass ich hier rechts oben auf dem Monitor die Hauptkursliste habe, das heißt eine tabellarische kurze Darstellung meiner Aktien, Optionen und Futures, die ich beobachte. Und dort sieht man dann auch die Position, die ich aktuell halte, mit der aktuellen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort sehe ich auch, welche Limits ich im Markt habe und welche Orders gerade aktiv sind, beziehungsweise welche ausgeführt worden sind. Dort kann ich dann auch Orders löschen, neue Orders eingeben und so weiter. Links oben habe ich dann Charts untergebracht auf der unteren Seite. Ich habe immer einen langen Chart, in dem Fall ein Daily, also ein Tageschart, und dann einen kurzen Chart, meistens einen 5- oder einen 15-Minuten-Chart. In den Minuten-Chart gehe ich ganz, ganz selten rein. Diese kurzen Bewegungen trade ich immer seltener, vielleicht ab und zu mal im DAX-Future. Darüber habe ich dann den Option Chains Viewer, also sprich eine Ansicht von Optionsketten, die es auf die jeweils ausgewählte Aktie gibt, wo der Cursor rechts steht. Das ist ganz praktisch, dort sehe ich nicht alle Calls und Puts mit den verschiedenen Verfallsdaten und den verschiedenen Laufzeiten. Und dort sehe ich auch solche wichtigen Informationen wie implizite Volatilität und natürlich auch den Kurs. Dort kann ich dann auch verschiedene Optionsstrategien, also Kombinationsstrategien von verschiedenen Optionen aufrufen und die mir auch grafisch darstellen lassen. Auf der rechten unteren Seite habe ich dann verschiedene Newsfenster, also Newsquellen untergebracht. Ganz rechts scrollen einfach alle News durch, die es gibt. Dort kann ich auch bestimmte Filter setzen, was ich zum Beispiel hier in der Mitte gemacht habe. Da habe ich mal nach dem aktuellen Hype-Keyword Blockchain gefiltert. Das heißt, immer wenn Blockchain vorkommt in diesen News, dann wird die News im mittleren Fenster dargestellt. Das ist ganz praktisch, wenn man aktuell wichtige Themen hat, die man beobachtet. Und ganz auf der linken Seite ist nochmal ein News-Fenster. Dort werden alle Neuigkeiten dargestellt, die es zu den Aktien, Futures und Optionen gibt, die ich aktuell im Portfolio halte, also meine Aktien. Diesen Filter ist natürlich unglaublich praktisch, um zu sehen, ob sich gerade was aktuell in meinen Aktien tut, ob es da irgendwas Wichtiges gibt, was ich tun muss. Ja, und ganz links den Monitor, links unten, benutze ich einfach, um zu surfen, um meine E-Mails abzurufen, um mal was nachzuschlagen und so weiter. Wenn ich CFDs handle oder Forex, benutze ich dazu den MetaTrader 4, also MT4 abgekürzt. Den seht ihr jetzt hier im unteren Bereich auf den unteren beiden Monitoren. Ich habe mir das so eingestellt, dass ich die Fenster weiß gemacht habe von Instrumenten, die ich aktiv handle. Also zum Beispiel DAX, Euro, aber auch den Bund Future oder den S&P. Fenster, die schwarz dargestellt sind, zeigen Instrumente, die ich bloß beobachte. Hier zum Beispiel Brent, also Öl. Und so habe ich eine Einstellung gefunden, wo ich sehr schnell sehe, ob das ein wichtiges oder ein unwichtiges Kriterium für mich ist, wenn sich da starke Bewegungen abzeichnen. Ja, auf der rechten Seite sind auch dann Instrumente, die ich primär handle, DAX und Euro-US-Dollar. Und auch hier habe ich es mir so eingerichtet, dass ich oben einen langen Chart habe, also einen Tageschart, und unten dann jeweils einen kurzen 5-Minuten-Chart, sodass ich einfach immer sehe, wo ich im Kontext dieses kurzen Charts bin, wenn ich einfach eins oben drüber gucke. MetaTrader erlaubt es dann auch, solche Trennlinien einzufügen, dass man genau sieht, wo ein Tag begonnen hat, also eine Handelsperiode, wo eine neue begonnen hat. Ja, das ist einfach mein Setup. Wie ihr seht, relativ einfach gehalten, aber praktisch. So kann ich mitarbeiten und ich versuche das auch wirklich beizubehalten und die Fenster nicht hin und her zu schieben oder das eine mal da und mal da zu haben, weil aus Gewohnheit guckt man dann richtig an die richtige oder schnell an die richtige Stelle und weiß ganz genau, wenn auch mal ein Alert hochpoppt, zum Beispiel aus der Trader Workstation, akustischer, wo man gucken muss, wo sich gerade was getan hat. Ja, das war es auch schon heute von mir. Ich hoffe schon, eure Fragen damit beantwortet zu haben. Wenn ihr weitere Fragen zu Setups oder was habt, schreibt uns doch einfach, schickt uns einfach eine E-Mail. Ja, wir freuen uns auf weitere Kommentare dazu.